Gut, dann suche ich jetzt Bäume unten. Ja, noch bestimmt lange. Ja, ich brauche. Fackeln. Jetzt kann ich mir überlegen, welche Bäume ich abholze. Da ist ein schöner Wald. Oh, Zombie. Na, dich machen wir noch platt. Oh, habe ich sogar XP für bekommen. Ich dachte schon, das wäre einfach nur abgefackelt. Gut. Dann zurück zum Wald. Ah, ich hätte den Flintstone mitnehmen sollen, um das hier abzufackeln. Aber passt doch so. Ah, geht das schön schnell mit den Diamantklamotten. Ein paar Diamanten sind auch noch in der Kiste drin oben, ne? Kannst du dir noch zumindest ein Werkzeug umbauen. Alles gut. Im Moment brauche ich das nicht. Dann die Birke holzen wir jetzt auch ab. Holzen wir den gesamten Wald ab und dann pflanze ich den neu. Birke finde ich auch sehr hübsch. Sehr gut. Die Kühe sterben. Anpo, sie sterben, die Kühe. Klingt wie so ein Schlachtereibetrieb. Hä? Was habe ich denn jetzt gerade getroffen? Oh nein, ein Skelett. Voller Panik. Ich habe es in die Sonne gelockt. Habe ich jetzt noch was zu essen dabei oder ein Potato? Ich glaube, die ist roh, die wird mich nicht viel heilen. Die heilt mich gar nicht. Ja, fantastisch. Bevor ich jetzt weiter in den Wald reingehe, gehe ich einmal zurück und hole mir was zu essen. Verdammt. Wieder was gelernt, man sollte was zu essen mitnehmen. Oh Gott, oh Gott. Ich frage mich, wo du gerade bist. Ich würde mir das Massaker ja gerne ansehen. Ah, du farmst dir Leder, ja. Ja, ich will einen Huhn fangen. Das nach oben. Aber wie fängt man so einen Huhn? Ich denke mal, dass man Käfige bauen kann. Aber genau wissen tue ich es nicht. Aber es macht Sinn, weil wie willst du die sonst fangen? Du kannst sie ja nicht hauen, dann sterben sie ja. So, kommt hier schon mal das Holz wieder rein und jetzt brauche ich nur noch was zu essen. Haben wir hier irgendwo was? Im Ofen, natürlich haben wir es im Ofen. Zack, macht mich auch wieder voll, das reicht. Sind halt echte Bergtrümmer. Wow. Wow, wow, wow. Treppen sind Todesfallen. Ich meine Leitern. Ja, sehr gut. Schon wieder die Hälfte des Lebens weg, wenn man das mit den Leitern nicht kann. Schippst du sie die Berge runter? Oder? Alles artgerecht hier. Weiß gar nicht, wie die Kühe da hochgekommen sind. Das sind so Steinbockkühe. Steinbockkühe, also. Ja,
Ja, so viele Setzlinge, sehr schön. Dann können wir einen neuen Wald damit anpflanzen. Du kannst auch Bäume da oben anpflanzen. Ja. Aber jetzt bin ich eher mit Abholzen beschäftigt als mit Anpflanzen. Oh Gott, der Berg sieht jetzt gut aus. Oh. Das sind die Kühe. Die mögen das nicht. Die Kühe mögen das nicht. Nein, natürlich nicht. Niedergemetzelt zu werden. Oh. Was ist das? Da. Kann ich nicht erkennen. Ist irgendwo. Da rennt eine Hexe. Ja, die Hexen würde ich jetzt nicht angreifen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen stärker. Du verlierst alles, was du hast, ne? Die bewirft dich mit irgendwelchen Tränken. Aber bei der. Ah, schön, du schaffst es. Das können wir jetzt leider nicht auf Video bannen. Die hat aber unendliche Leben, das ist unglaublich. Das ist vielleicht die falsche Waffe dafür. Ich habe ein Schwert. Ja, ein Steinschwert. Sie ist tot. GZ. Was bedeutet jetzt das Zeichen da oben rechts mit dem schwarzen. Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Ball Chain. So eine Eisenkugel, Eisenkettenkugel. Ich hätte aber auch nichts Schönes verfallen lassen. Vielleicht heißt das, dass du verlangsamt bist. Ja, schade, irgendwie ein Zauberbuch oder so. Hat sie? Nee, wäre schön gewesen. Kannst ja mal in dein Inventar reingucken. Ja, ich komme jetzt erstmal nach Hause. Ja. Ich hätte gehofft, dass ich dich noch finde, aber hat natürlich nie geklappt. Holz. Ich glaube, ich gehe wieder weiter abholen. Ich habe Zucker, Glasflasche. Sonst habe ich nichts bekommen. Vielleicht hast du die Glasflasche, Glasflaschen von ihr bekommen. Wer weiß. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn die wenigstens einen Verzauberungsbuch irgendwie gedroppt hätten. Dann hätten wir den Verzauberungs Tisch gebaut. Wie auch immer das dann funktioniert, aber ich vermute es dann auch ein extra Crafting-Menü. Ich habe 1 Liter Milch mitgebracht. Den ganzen Kühen. Ja, die kannst du ja melken. Melken oder totschlagen und Nee, ihn. die kann man auch melken. Achso. Melken. Das ist schön. So, wo bin ich jetzt hier mit einem Baum? Okay. Ich muss gleich echt neue Bäume hier pflanzen, sonst. Naja, die gesamte Welt abholzen wird nicht Das möglich ist sein. ein Spruce-Sapling. Das ist irgend so ein Baum. Okay. Glaube, die Sonne geht schon wieder unter. Ich glaube, das ist egal. Ist das egal? Ach, ich bin jetzt gedanklich gerade woanders gewesen. Ach so. Oh Mann, ich habe hier sogar noch Holz rumliegen. Das wollte ich schon schön mitnehmen. Nee, die Sonne geht gar nicht unter. Doch, die ist am Untergehen. Ach, da ist er, ja. Naja. So ein bisschen Holz kriege ich bestimmt noch. Oder ich könnte neue anpflanzen in der Zeit. Hook-Setting. Wollen wir mehr Birke haben? Aber Birke finde ich ganz schön. So
schön helles Holz. Wir pflanzen jetzt hier Birken an. So, noch mehr Birken. Jetzt haben wir es allein gepflanzt, die Birken. Gucken, wie schnell die wachsen. Ob man die mit Wasser wohl auch schneller wachsen lassen kann, ich weiß es nicht. So. Oh, da kommt schon wieder das nächste Skelett. Will ich das bekämpfen? Nein, nicht unbedingt. So. Da der Diamantvorrat noch nicht so gut ist, dass ich da jetzt Diamantrüstung von bauen könnte. Das ist auch, findest du nicht ein bisschen übertrieben? Nein, letztendlich willst du ja Diamant haben. Schilde können wir noch gar nicht bauen. Können wir keine Schilde bauen? Mhm. Da brauchst du nur Eisen für noch. Pisten. Na cool, da kann man Kolben mitbauen. Jetzt ist die Frage. Hier. Hebel. Oh, danke. Eine Hose habe ich schon eine bessere. Aber wir können sie trotzdem zurücklegen. Denn dann haben wir so ein bisschen Vorrat. Ich habe ja von einem Mob hier die Eisenhose bekommen, beziehungsweise nicht vom Mob, sondern von den Dorfbewohnern. Ich habe hier die Eisenhose geklaut. Ja, die Schilde, wo sind denn die Schilde? So viel Zeug. Block of Coal. Sieht aus wie Obsidian. Wir bräuchten unbedingt Eisen. So, da ist ein Schild. Ach, man braucht ganz viel Holz und ein Eisenbarren. Dann hat man schon ein Schild. Jetzt kann Lillem ihre Glaskuppel hier bauen. Das hat nicht gearbeitet. Nee, der Ofen läuft nicht weiter, während du offline bist. Der Ofen läuft auch nicht weiter, wenn du zu weit weg bist. Guck, was du da machst. Ist ja eh Nacht. Ups. Ein bisschen geerntet. Scheint kalt hier oben zu sein. Ob das mit so einem Glasdach wohl funktioniert, dass das warm bleibt? Mal ausprobieren. Scheint zu funktionieren, weil da hinten das Glas ja nicht gefroren ist, das Wasser meine ich. Ja. Nee, doch, hier ist es jetzt gefroren. Wo? Ja. Ja, dort wo ich... vielleicht muss ich doch noch dazwischen ein Glasdach setzen. Über die Fackeln. Ich weiß halt nicht, ob dieses Spiel so atmosphärische Effekte inklusive Treibhauseffekt oder ja, in dem Fall ist es ja wirklich ein Treibhauseffekt simuliert. Keine Ahnung. Aber es friert hier nur noch dort zu, wo auch der offene Himmel ist. Ah, okay. Kann sein, dass das Spiel einfach nach oben hin prüft, ob da irgendwas ist. Die Todeswolke. Hm? Trennt dir den Kopf ab. Ja. Also wachsen tut sie oben auf jeden Fall. Mir geht gleich wieder die Kohle aus.
Kohle. Da muss ich zur Mine laufen, da haben wir noch Kohle. Ja, hier. Schlecht Wetterzone. 11 Kohle hätte ich noch im Inventar. Ja, dann schmeiße ich in den Ofen rein. Wäre super. Ja, dann baue ich alles da rein. So. Ist ja auch für den Glasbauten hier. Ich wollte es wenigstens ausprobieren. Wie kann ich... Aha, so sieht man, was du baust. Das ist halt auch wieder eine Wolke drin. Ja, Katze, das schneide ich alles raus. Nichts schneide ich da raus. Hört dich jeder. Millionen Leute. Ja, aber die Katzen schämen sich nicht. Das ist halt auf den Schallknopf gesprungen. Wartest du jetzt, dass das Glas fertig wird? Ja. Wieso? Ja, wir könnten schlafen gehen, dann könnte ich unten irgendwas machen. Weil hier oben kann ich jetzt gerade nicht so viel machen. Ich darf ja nichts anfassen. Nein. Ja, dann legen wir uns hier hin und dann kann ich wieder Holz hacken gehen. Ui, wie du aufs Bett geflogen bist. Hallo, soll ich die Kameras ausmachen? So. Dann Axt raus und gehe ich nach unten. Oh, falscher Weg, ne? Ist hier lang. Das ist eine ganz komische Konstruktion hier. Alle brennen da unten. Hui. Keine Creeper in Sicht. Tja, jetzt ist die Überlegung, ob man jetzt noch ein bisschen mehr meint oder. Oh, das könnte man mal anlegen. Sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen jetzt. Rotkäppchen mit Axt. Oder ob ich noch ein bisschen mehr Holz hole. Ich glaube, ich hole noch ein bisschen Holz. Hier machen wir mal die Tür zu. Oder sich hier dein Vieh reintraut. Dann könnte man langsam auch mal die Welt ein bisschen erkunden. Dann baue ich hier so ein paar Türme hin und habe dann Aussichtstürme. Wir brauchen aber Holz, damit wir Leitern bauen können. Schauen wir einfach mal. Sind unsere Birken hier schon? Oh mein Gott, was sind die denn gewachsen? Die ganzen Birken sind alle schon fertig. Krass. Haben wir einen richtigen Birkenwald angelegt. Na, dann geht es jetzt direkt weiter mit Abholzen. Wenn das Laubwerk nicht wäre, würde man überall gut hinkommen. Würde die Bäume komisch aussehen. Da. Oh, was macht der Kleine? Irgendwelchen Mist. Kalt. Kalt, ja. Gut, dann. Na. Hier noch mehr Holz. Ich könnte hier auch einen Platz freischlagen, dass wir hier unten mal eine Farm hinbauen können, eventuell auch Tierzucht. Weil das da oben ist alles sehr felsig. Ich glaube, das machen wir auch. Den Baum kriege ich gar nicht komplett abgeholzt von unten. Du-di-du. Brauchst du noch Sand? Ja. Dann besorge ich dir ein bisschen Sand. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Sollte ich mir nur eine Schippe bauen. Ja. Ich
baue mal ein paar Schaufeln und dann. Oh Gott, jetzt nimmt er die Wohnung auseinander. Ich dachte, das ist alles auf dem Video drauf.